So, hallo alle zusammen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich arbeite für das Deutsche Forschungsnetz als Netzwerkingenieur. Und wir hatten jetzt im letzten 2 Jahren ein Projekt, das sich mit Multidomain-VPNs beschäftigt hat. Und da wollte ich einfach mal erzählen, wie wir das gemacht haben. In der Hoffnung, vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen was. Bevor ich jetzt einsteige in das Thema, noch kurz ein paar Worte zu der Research Network Landscape. Wie ihr vielleicht wisst, die Länder in Europa und auch im Rest der Welt, die haben normalerweise Forschungsnetze. Ich habe hier mal ein paar Bildchen hingemalt. Und innerhalb Europas sind diese Forschungsnetze verbunden über das GEON-Netz. Das GEON-Netz ist also ein reines Transportnetz mit dem Zweck, die einzelnen Forschungsnetze der Länder in Europa untereinander zu verbinden. Und das Spezielle, worauf ich dann irgendwie auch gleich noch eingehen werde, ist das Besondere, dass keine Endnutzer an das GEON-Netz angeschlossen werden. Das heißt, es ist eigentlich ein reines Transportnetz, das auch darüber hinaus noch weitere Services ermöglicht, um Verbindungen zwischen Endrennen zu machen. Und wenn man sich jetzt hier mal so ein paar Netztopologie-Diagramme von den verschiedenen Endrennen sich anschaut, dann sieht man auf einen Blick die... Thank you.
Schön, dass alle wieder da sind. Das war eine kleine Aktion, um der Thrombosegefahr vorzubeugen. So, zur Erklärung, es ist Wasser ausgelaufen in einen Brandmelder, der im Boden war, der hat einen Kurzschluss und dann meldet er, ich bin kaputt, es brennt. Okay. Ja, Wasseralarm, ja, danke. Tut mir leid für die Störung. So, Thomas. Ja, ich dachte, ich hätte so ein brandheißes Thema eingepackt, dass sogar die Feuer losgeht, aber gut. Genau. Und wie ihr seht, ja, die Enrons sehen alle unterschiedlich aus. Und das ist eben auch die Challenge, all Enrons are created unequal. Die sind Multi-Vendor, alle möglichen Vendors kommen zum Einsatz. Manche haben ein reines IP-Netz, manche nehmen IP mit MPLS, andere haben Provider Backbone Bridge mit einem Collapsed IP Backbone, MPLS-TP kommt zum Einsatz, andere haben Metro Ethernet-Netze und die Transporttechnologien drunter sind auch ganz unterschiedlich. Und ja, wie macht man das denn da, private Ende-zu-Ende-Services zur Verfügung zu stellen über so ein Netzwerk oder über so eine Verkettung von Netzwerken, sagen wir mal so. Nun ist es natürlich nicht ein Thema, das jetzt erst dieses Jahr irgendwie aufkam, sondern im Enron-Umfeld beschäftigt man sich damit schon ja, 20 Jahre oder noch länger und man hat in den 90er Jahren angefangen mit ATM-SVCs rumzuspielen und es gab auch schon ein paar SDH-Verbindungen, aber das Problem ist ja, der Transportlayer damals, der war ja nicht von den Enrons administriert, sondern das waren ja Services, die man eingekauft hat. Das heißt, da waren wir nicht so flexibel dann. In den 2000ern kam dann Next Generation SDH, Ethernet, die ersten MPLS Back-to-Back-Netze wurden gebaut und ich war mal in einem Projekt beteiligt mit MPLS-TE Tunnel Stitching. Ist ein Spaß. Also mit ASVP und unterschiedlichen Routerherstellern, da hat man viel zu debuggen. Und ist aber auch keine so richtig elegante Lösung. Heutzutage hat man natürlich Wellenlänge. Die meisten Forschungsnetze haben mittlerweile ein optisches Netz und da kann man dann Back-to-Back Wellenlängen verschalten, also optisch, elektrisch, optisch über Ethernet dann wieder zurück. OTN ist auch noch eine Option und kürzlich hatte Jean angekündigt, die ganzen tollen Punkt-zu-Punkt-Services, die wir über unser Netz anbieten, die machen wir jetzt alle über MPLS. Und ich als MPLS-Fanboy fand es dann natürlich super und habe gedacht, Mensch, da können wir doch dann gleich ein bisschen mehr machen. Bevor ich in die Details gehe, noch ein Beispiel. Das Bandwidth on Demand Project gibt es schon seit, ich glaube, fast 10 Jahren. Also das war eigentlich schon Software-Defined Networking, bevor es den Begriff Software-Defined Networking gab. Das ist ein ziemlich ambitious, also ein sehr ehrgeiziges Projekt, mit dem Ziel, mehrere Domains zu crossen und dann eine garantierte Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Und das über mehrere administrative Domains, wo man mal hier Manual Provisioning hat, dann hat man hier eine NMS, die ein GFP over SDH managt, dann hat man hier GMPLS Signaling und das ist komplex. Also man braucht die ganzen Topologie-Datenbanken von den Netzen, dann brauchen wir Path Computing Elements, die einem dann Pfad berechnen, man braucht Admission Control und so weiter. Ist ziemlich aufwendig, um es mal so zu sagen. Und alles ist Stitching, das heißt, man muss jedes Mal, irgendwie, wenn man von einer Domain in die andere geht, wieder den Service neu definieren. Das ist dann auch nicht so der Burner, muss man so sagen. Ein schönes Beispiel will ich trotzdem noch bringen, das ist LHC-1. LHC-1 ist das Large Hadron Collider Open Network Environment. Das ist ein privates Netz, um die Daten von dem LHC am CERN zwischen den Datenzentren weltweit zu verteilen. Und es ist nicht das Netz allerdings, das ist das LHC OPN, das ist den Verkehr vom CERN an die Datenzentren liefert, das ist ein anderes Netz, sondern das ist das Netz, das die Daten zwischen den Datenzentren wiederum verteilt. Das Modell, für das man sich da entschieden hat, ist eine VRF per Domain und die Domains sind interconnected über normales IP, back-to-back. Und
Das hat natürlich den Nachteil, Layer 2 Services kann man darüber nicht zur Verfügung stellen. Und in vielen Teilen läuft es auch auf einer separaten physikalischen oder logischen Infrastruktur, einfach weil man den ganzen Riesenverkehr, den das Zeug macht, nicht irgendwie zusammen mit dem anderen restlichen IP-Verkehr auf demselben Netz haben will. Und das ist die eine Folie, um euch alle blind zu machen. So sieht es momentan aus. Die grünen Bubbles sind alles Layer 3 VPNs. Das fängt hier drüben in China, Japan, Korea an, geht hier dann über die Staaten, USA, Kanada, Internet 2, Spanien, Europa hier, Deutschland, Tschechien und so weiter und so fort. Gemanagt wird das Ding eigentlich auf Mailinglisten, muss man sagen. Also es gibt keinen NOC oder irgendwas, das da jetzt irgendwie drauf guckt, sondern ja, es gibt so eine Architecture Group, eine Operation Group und man unterhält sich da dann auf Mailinglisten drüber, was so zu tun ist. Und es funktioniert eigentlich recht gut. Aber wie gesagt, nur Back-to-Back. Und der Ansatz, den wir jetzt verfolgt haben, ist jetzt ein anderer. Wenn man sich hier nochmal die grobe Topologie anschaut, man hat hier ein N-Ren, da ein N-Ren und das Share in der Mitte. Und man sieht, Share ist ja eigentlich schon eine Hierarchiestufe über den anderen N-Rens. Das heißt, und da hatte ich vor 10 Jahren mal so eine tolle Präsentation gesehen zum Thema Carrier Support, Carrier for Hierarchical VPNs und dachte, ich habe es nicht kapiert. Und dann aber als dieses MPLS-Thema aufkam, dachte ich, Mensch, das kann man sich doch nochmal angucken. Das Ganze basiert auf RFC 4364-10C, ist eigentlich schon uralt in Netzwerkkreisen, alt wie die Steinkohle eigentlich, 2006. Und ist aber ein Mittel, um seamless, also nahtlos, Dienste über mehrere Domains, VPN-Dienste über mehrere Domains zur Verfügung zu stellen. Und das macht es ja eigentlich ganz schau. Das heißt, man hat kein Stitching, man hat eine hierarchische Architektur, die ist automatisch ja schon gegeben, dadurch, dass Share das Transportnetz ist. Das Tolle ist, man hat keinen CAPEX, man kann die vorhandenen Router dafür verwenden. Es wird praktisch auf allen Router-Hardwaren verwendet. Wir nennen es MDVPN, Multidomain VPN, aber es gibt eigentlich keine User-Community. Wir haben uns überlegt, dass wir das machen wollen, sind zu Cisco, sind zu Juniper, sind zu anderen Herstellern und fragt Leute, wie wollen das machen, wie sieht es aus, könnt ihr uns da unterstützen? Da haben sie gesagt, ja, wir, und es geht irgendwie, aber wir kennen niemanden, der das eigentlich gemacht hat. Und ich war jetzt auch kürzlich auf einer Netzwerkkonferenz, da war Katil Kompella, von der einige von den Drafts da ja auch mit zu verantworten hat. Und der meinte auch, hey, toll, dass es endlich mal jemand macht. Ist eine coole Sache, wir haben das damals schon überlegt und es hat irgendwie niemand richtig gemacht, deswegen dachte ich, ja, vielleicht ist ja für euch auch interessant, sowas mal zu sehen, dass es geht. Also, wenn ihr euch fragt, was kommt noch mit dem alten Scheiß daher, aber es ist irgendwie nicht weit verbreitet. Was brauche ich dafür? Also, ich brauche 3 Domains. Hier ein N-Ren, da ein N-Ren, da ein innerhalb von der eigenen Domain hat man halt das übliche MPLS am Laufen. Und jetzt muss ja die Domain da drüben irgendwie der Domain dort drüben sagen, okay, jetzt will ich hier einen LSP, einen Label Switch Path drüber bauen. Das Zauberwort heißt eBGP Label Unicast. Und das heißt, man muss nichts weiter erstmal machen, als hier zwischen dem Border Router hier und dem Share Router hier eine eBGP Label Unicast Session zu etablieren. Und was macht die? Die nimmt die PE-Endpunkte, die /32 Loopback-Adressen normalerweise von den PEs hier. Innerhalb von der eigenen Domain hat man normalerweise LSP am Laufen und IGP, aber das muss man dann irgendwie in das BGP reinpacken auf dem Border-Router. Der annonciert hier rüber. Hier werden die 32er mit den Labels weiter annonciert, darüber und landen dann hier. Und damit weiß der PE da drüben, oh toll, ich habe hier einen anderen PE mit Labels und kann dann LSP aufbauen. Und das Schicke ist, Share hier in der Mitte drin, für die ist das komplett transparent. Das heißt, alle Services, die hier zwischen den N-Rens aufgebaut werden, sind völlig transparent für Share. Das heißt,
man muss früher, wenn man irgendwie ein weiteres VPN schalten wollte oder eine Verbindung, dann muss man 10, 20 Mails schreiben, 15 Telefoncalls machen, VLANs konfigurieren hier auf dem Übergang und so weiter und so fort. Das kann man jetzt alles knicken. Und im Fall von einem Layer 2-Kanal, den man jetzt irgendwie hier von dem PE zu dem PE rüberschalten will, braucht man noch eine Targeted LDP-Session. Die ist für den Layer 2-Kanal. Und das ist ja nichts weiter als eine TCP-Session. Das heißt, das lässt sich ja problemlos aufbauen. Dann will man ja vielleicht noch Layer 3 VPNs machen. Da braucht man dann zusätzlich noch für die VPN-Routen in den Layer 3 VPNs BGP-Sessions. Das ist dann die Address Family VPNv4 oder VPNv6. Oder wenn man VPLS machen will, braucht man noch die VPLS Address Family bzw. Virtual Private Wired Service oder je nachdem, wie es bei den unterschiedlichen Vendors halt heißt. Und damit das Ganze gut skaliert, läuft es hier natürlich auf einen Root-Reflektor, sodass man nicht irgendwie hier zwischen den ganzen Endreds jedes Mal ein Full Mesh mit irgendwelchen BGP-Peers aufsetzen muss. Und das Schicke an diesen Layer 3 VPNs ist ja, die Router da drüben, die lernen ja nur die Routen aus den VPNs, wo sie auch dran teilnehmen. Und die anderen, die werden da implizit denied. Und ja, das ist es eigentlich schon. Verblüffend einfach, wenn man es sich mal so überlegt hat. Also um es hier nochmal kurz darzustellen, die eBGP-Root-Reflektor-Vermaschung, die man hier braucht und die Labeled Unicast-Sessions, die man hier braucht. Und wir haben uns dafür entschieden, in Jean läuft der Service, also dieser Multi-Domain-VPN-Service, in einem eigenen VRF. Das heißt, da gibt es nochmal ein Layer-3-VPN, wo das drin läuft. Das braucht man nicht zwingend, ist aber praktisch, weil dann sieht man gleich, ob es funktioniert. Also aus Gründen des Monitorings macht man das. Das Accounting ist natürlich auch einfach. Man sieht dann gleich, wie viel Verkehr man da für diesen Service hat. Also kurz zusammengefasst, Share ist Carrier of Carrier, sieht nur die /32 von den PEs, ist komplett transparent für die konfigurierten VPNs zwischen den Endrends. Es läuft in einem separaten VRF in der Share-Domain. Man braucht ASP, ASP, BGP Label Unicast Sessions, um die Loopback-Adressen von den PEs mit den Labels zu verteilen. Und insbesondere braucht man kein LDP hier. Das ist natürlich auch ganz praktisch. BGP ist dann natürlich das Protokoll der Wahl, wenn man irgendwie sowas machen will. Man hat VPN-Root-Reflektoren, um die BGP Layer 3 VPN-Routen oder VPLS ähnliches Auto-Discovery zu machen. Das ist muss nicht im Forwarding Path sein, kann irgendwo sein, aber aus praktischen Gründen haben wir uns dafür entschieden, das bei Share reinzusetzen. Und es benutzt die Shared Infrastructure, das heißt, im Gegensatz zu diesem erwähnten Bandwidth on Demand hat man natürlich keine Bandbreitengarantien dahinter, sondern das ist im Grunde genauso Best Effort wie der ganze Rest auch, aber für die meisten Leute ist das ja eigentlich schon völlig ausreichend. Und man hat nicht diesen riesen Overhead mit Reservierung und Schnickschnack rauf und runter. Aber man hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier aber jetzt einen Dienst, der braucht aber irgendwelche Garantien, den kann ich dann auf eine eigene Infrastruktur legen. Die Möglichkeit hat man auch, muss man ein bisschen mit dem Routing drehen, aber gehen tut das im Prinzip. Und man kann es eigentlich recht leicht in regionale Metronetze weiter erweitern. Das heißt, wenn ein Endrend dann noch Metronetze angeschlossen hat, dann kann der Service auch direkt rüber in die Metronetze erweitert werden. Kurz die Labels, na gut, eine hübsche animierte Folie, nicht von mir. Es wird geswappt, dann wird hier das Carrier of Carrier Label noch drauf gepappt, weil man hier in einem eigenen VRF landet. Dann wird es hier wieder weggeschmissen und dann geht es hier rüber und wird hier gepoppt mit Penalty mit Hop Popping. Dann kommt hier noch das VPN Label an. Darauf will ich kurz eingehen nachher. Merkt euch, hier kommt nur das VPN-Label an, also nicht mehr das Label von diesem PE, sondern nur noch das VPN-Label. Das ist ganz wichtig, weil wir uns auch über die Sicherheit von dem Zeug unterhalten müssen. Ja, also Operation, nochmal kurz zusammengefasst, man will einen neuen Service implementieren, man ruft die Freunde in Irland oder jemand an, sagt, hey, wir wollen hier was Neues machen.
geht auf den Router, conf.t, interface bla, macht ein X-Connect, nimmt die IP auf der Remote-Adresse, die jetzt irgendwie zigtausend Kilometer weg sein kann, Encapsulation, MPLS und fertig. That's it. Funktioniert einwandfrei. Also es funktioniert einwandfrei, tatsächlich. Also wenn das Zeug mal steht, das tut einfach. Das ist wirklich ganz schau. Also es ist ein tolles Tool, um VPN-Services zu deployen. Die Technologie ist natürlich transparent für die Kunden. Denen ist letzten Endes wurscht, ob da jetzt Stitching gemacht wird oder MDBPN oder sonst irgendwas anderes. Aber für uns als Provider ist es natürlich praktisch, weil es einfach ziemlich einfach zu machen ist. Und wir haben alles getestet. Wir haben Layer 2 VPNs getestet, wir haben Layer 3 VPNs mit 6VPE getestet, wir haben BPLS getestet, wir haben sogar BGP Auto Discovery getestet, haben uns aber dagegen entschieden, das zu machen. Also wir tun die VPLS-Neighbors statisch konfigurieren. Das ist eigentlich die bessere Wahl in dem Fall. EVPN, wer es nicht kennt, das ist wie VPLS, nur toller. Man annonciert MAC-Adressen über BGP, man hat mehrere Pfade, man kann Load Balancing machen und ist eigentlich ein tolles Ding. Das ist momentan, da haben wir ein Testbed aufgebaut, wo wir das ausprobieren, aber bis jetzt sieht auch alles ganz toll aus. Multicast geht theoretisch, aber es ist ein Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Also wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, das jetzt erstmal als Service oder in den Service zu integrieren. Es gibt da mehrere Drafts und ja, es ist ein bisschen doof. Also wenn jemand kommt und sagt, er will das unbedingt gestartet haben, dann müssen wir es uns nochmal angucken. Genau, ist so leicht wie in der eigenen Domain was zu machen. Fürs Monitoring, die Signaling Plane, gucken wir uns die Routing-Protokolle an, man sieht hier ein Dashboard, da sieht man jetzt wie die BGP-Sessions, die Labeled Unicast und die VPN-Root-Reflector-Sessions aussehen. Und für das Monitoring im Forwarding haben wir ein Ping-VPN implementiert, das heißt, jeder PE nimmt teil an einem eigenen VPN. Und wenn man weiß, der Ping darüber geht, dann weiß man schon mal irgendwie, man ist relativ auf der sicheren Seite, dass die anderen Sachen auch funktionieren. Jetzt gibt es natürlich immer noch NRENs, die haben keine MPLS. Gibt's. Und was machen wir mit denen, wenn die an so einem Service teilnehmen wollen? Das Schöne ist, Share hat Juniper beim Einsatz, da kann man einen logischen Router drauf konfigurieren. Das heißt, der NRAN muss nur dafür sorgen, dass er hier einen Layer 2 Kanal darüber bekommt und dann übernimmt dieser logische Router im Share-Netz die Rolle von dem ASBR, von dem PE, Root Exchange und auch das funktioniert. Ein paar Details, MTU Discovery funktioniert nicht so richtig, das ist wahrscheinlich ein Problem mit zwischen Cisco und Juniper. Also Discovery ist eigentlich falsch, sondern Cisco verlangt ja eigentlich, dass die MTU bei Layer 2 Services damit annonciert wird und irgendwie kommt da nichts an und dann muss man den Cisco-Routern immer sagen, sie sollen es ignorieren. Na gut. Ist natürlich immer schwierig. Intern hat man immer ein LDP am Laufen und jetzt muss man plötzlich BGP machen. Also da muss man sich ein paar Gedanken dazu machen, wie man den internen LDP mit Label-Geschichten dann ins BGP bringt und zurück das, was aus dem BGP kommt, dann irgendwie wieder ins interne Netz reinbringt. Und es gab natürlich auch Probleme bei der Inbetriebnahme, zum Beispiel im iOS XR. What the fuck, eBGP Multi MPLS braucht man auf CS1, aber nicht auf ASRs. Also das Tag hat einen Monat braucht, um da dahinter zu kommen. Und das ist eben auch ein Zeichen, es macht eigentlich keiner. Nämlich das ist tatsächlich eine Geschichte, die nur konfiguriert werden muss, wenn man eben diesen Service verwendet. Ja, man muss sich darüber im Klaren sein, man denkt, hey, ich habe hier meinen Übergang zu Share, der hat ein IP-Netz und dann sollte das ja funktionieren, tut es nicht, sondern man muss dann auf dem eigenen Router noch eine statische Host-Route, also eine /32-Route für die Gegenseite mit konfigurieren, einfach weil das iOS XR so stur ist und sagt, wenn ich ein LSP habe, dann muss das immer /32 sein. Und deswegen muss man da zum Beispiel dran denken, dass man da noch eine statische 32er-Host-Route auf das Interface legt. Man sollte natürlich mit dem Next-Hop nicht rumspielen. Das kann Sachen auch kaputt machen. Mit der VPLS-Site-ID, Juniper und Cisco hat da auch ein bisschen unterschiedliche Formate. Die Auto-Negotiation von diesen Site-IDs funktioniert auch nicht so richtig. Aber es sind alles keine Showstopper. Also im Grunde kann man das, die Services alle
in Betrieb nehmen. Security, genau BGP-Standard. Die Targeted LDP Sessions ist ein bisschen ein Problem, weil plötzlich muss man sich aufmachen und Targeted LDP Sessions von außen zulassen. Juniper hat da anscheinend einen schlauen impliziten Mechanismus, den Cisco nicht hat. Da muss man dann halt tatsächlich hergehen und sagen, ich tue Filter auf mein Interface rüber zu scheren, lasse dann halt nur bestimmte Adressen zu. Und immer wenn man was Schönes hat, kommen natürlich die Security-Jungs und sagen, aber ist es denn auch sicher? Ja, es ist nicht sicher, leider. Oder halbwegs sicher. Oder ein bisschen sicher. Oder je nachdem. Das Problem ist folgendes, man hat keine Filteroption für die inneren Labels zwischen den Domains. Warum braucht man das? Man kann sich mal folgendes Angriffsszenario überlegen. Man hat hier den bösen Hacker und der sitzt irgendwo hier im N-Rennen. Das heißt, der ist irgendwie gelungen, entweder ist der N-Rennen böse oder der Hacker ist böse oder die Welt ist böse. Jedenfalls, der kontrolliert hier ein, zwei Router oder alle Router, je nachdem. Es ist natürlich klar, die Multidomain-VPNs sind alle in derselben Trust-Domain. Das heißt, zunächst mal sollte man eigentlich den Leuten, die daran teilnehmen, irgendwie trauen, dass sie da keinen Mist machen. Und man könnte meinen, na gut, wenn ich hier jetzt innerhalb von meinem Endrennen VPN zwischen zwei oder mehreren Sites habe, dann sind die ja nicht damit, haben die ja nichts damit zu tun, wenn ich da Multidomain VPNs habe. Ist nicht, leider nicht der Fall. Und zwar, wie funktioniert das? Mal angenommen, der Hacker hier kontrolliert einen Router, dann weiß der ja schon, er kann via ein LSP zum Beispiel hier auf diesen PE aufbauen kann. Und jetzt mal angenommen, an diesem PE hängt jetzt nicht nur ein Multidomain-VPN, sondern auch noch ein VPN, ein Behördennetz, ein Kliniken, weiß der Geier was, eine, zwei Firmen, die jetzt nur innerhalb von diesen zwei PEs aufgebaut sind. Jetzt hat der Attacker die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schicke hier Pakete rüber zu dem PE mit den Labels und man weiß ja, das Transport-Label wird ja vorher schon weggeschmissen. Das heißt, was hier ankommt, ist nur noch das VPN-Label. Und wenn er jetzt dieses innere VPN-Label errät und noch die IP-Adressen von diesem VPN errät, dann kann er Pakete von da drüben in dieses interne VPN hier initiieren. Und die erste Frage, die man sich stellen kann, ja, kriegt er das überhaupt mit? Also der muss ja erstmal irgendwie hier den kompletten Label-Space durchscannen, dann den Address-Space durchscannen und dann gelingt es ihm vielleicht, ein Paket dazu initiieren. Aber solange er keine Antwort aus dem VPN bekommt, weiß er nie, ob das funktioniert hat. Da kann er ja nicht sagen, okay, jetzt bin ich drin oder ich bin nicht drin. Ja, leider ist es so, ihr kennt es ja auch, die VPNs, die sind zwar von außen nach innen immer dicht, aber von innen nach außen geht dann irgendwie doch immer was durch. Das heißt, es kann natürlich durchaus sein, dass in diesem VPN die Antwortpakete dann wieder hier zurückkommen. Ne? Und wenn der Hacker dann hier Antwortpakete zurückbekommt, dann kann er natürlich seinen üblichen Hacking-Stuff tun, was immer er da vorhat, Denial of Service, Intrusion oder was auch immer. Das Gute ist, man braucht einen Haufen Pakete dafür. Nämlich, er muss ja, wie gesagt, diesen inneren Label-Space durchscannen und die IP-Adressen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Das Problem ist, die Hersteller unterstützen keine Filter auf den ASPRs dafür. Wir haben da mit Cisco geredet, mit Michael Behringer, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, und die konnten uns jetzt auch keine Lösung dafür anbieten. Und man muss sich aber auch vorstellen, es ist natürlich schwierig, man muss ja die ganzen internen Label Space kennen und dann daraus sich Filter basteln, die jetzt auf dem Border Router dann aktiv sind. Mit BGP Flowspec kriegen wir sowas vielleicht hin, aber gibt es jedenfalls nicht. Aber wofür wir uns entschieden haben, ist dann zu sagen, wir versuchen so einen Attack zu erkennen und tun dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel die BGP Session einfach runterfahren oder die Truppen losschicken oder was auch immer. Und wie kriegt man das mit? Wir analysieren die NetFlow-Daten. Und wenn man sich das hier anschaut, so sieht es normalerweise aus. Alles schön und gut. Hier die Anzahl der Labels, die jetzt in Verwendung sind, ist klein. Und
hier wird angegriffen, boing, geht's hoch. Das Gute ist, die Anzahl der Labels, die muss tatsächlich immer stabil sein. Nämlich es kommen nicht ständig neue PEs dazu und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn der Angreifer sagt, ich schicke jetzt nicht 100.000 Pakete pro Sekunde und scanne da alles durch, sondern ich mache das schön langsam, damit es nicht auffällt, geht es ja trotzdem kontinuierlich hoch und man kann sich da ganz einfach Thresholds setzen und sagen, wenn mehr als so und so viele Labels, Unique Labels hier unterwegs sind, dann ist da irgendwas doof, dann muss ich da mal drauf gucken. Genau, also das gibt es alles schon, die Detektoren sind auch da, die Netfault-Detektoren, das heißt, man hat eine Möglichkeit, den Service einiger, ich finde schon ziemlich sicher zu machen. Genau, damit komme ich, wo sind wir heute. 18 N-Rents nehmen an dem Service teil, wir haben mehr als 450 PEs da drin. Hier sind wir die Länder, die Grünen, die sind alle voll enabled, dann gibt es ein paar, die noch über Proxys dran sind, die checken hier, aber und dann gibt es noch welche, die planen, also die Engländer, die wollen jetzt auch demnächst dran teilnehmen. Und das ist damit ein Produktionsservice jetzt. Also wir hatten nur Testbed-Pilot und es ist in Produktionsservice übergegangen. Trotzdem machen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben ein Last-Night-Problem, das heißt, die Anwender, die Forscher oder die Gruppen, die das nutzen wollen, die sitzen ja normalerweise immer irgendwo hin am Campus und die brauchen da einen Layer-2-Kanal, damit sie an diesem Projekt dann teilnehmen können, an den VPNs. Und da müssen sie dann immer zu den Campus-Admins hin und sagen, wir brauchen Layer-2-Kanal, dann warum braucht er denn das und dann bla 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 bla. Ist immer relativ viel Aufwand, deswegen ist die Idee, da so eine Art VPN-Endpunkt zu installieren. Network to the Lab haben wir es genannt. Das benutzt Downstream Label on Demand, wo sich die Leute dann einfach dran stecken können und dann wird es getunnelt zum nächsten MDVPN-Konzentrator, VPN-POP und die Leute können daran teilnehmen. Automation ist natürlich auch immer Thema, klar, gar keine Frage. Dann gibt es schon Services, die das natürlich toll nutzen können, zum Beispiel die Science DMC, also so eine Wissenschafts-DMZ, ja, kann man mal danach googeln. EVPN sind wir gerade dran, wie gesagt. Und für dieses Problem mit diesem Labelfilter auf den ASBRs, da gibt es momentan eine Kooperation mit Dell, die wollen da eventuell was basteln, das basiert auf SDN, OpenFlow, irgendwas, sowas in der Art. Ein Beispiel, das XIFI-Projekt, also wenn hier FI steht, heißt immer Future Internet, wenn ihr mal irgendwie Projekte seht, wo FI drin steht, das ist immer Future Internet, FIware, XIFI, bla bla bla. Nutzt das jetzt auch schon fast 2 Jahre, das sind 16 Sites in 12 Ländern und ich müsste bisher noch keine Klagen zu Ohren bekommen, das funktioniert ziemlich gut. Wo geht's hin? Jetzt haben wir den tollen Service, aber wie ihr vielleicht wisst oder wie ihr ahnt, irgendwann kommt eine große Welle und die erschlägt die ganzen Router und Switches. Die sieht aus, SDN OpenFlow, das heißt, mal sehen, wie lange der Service bestehen bleibt. Und es gibt schon Überlegungen, das Share-Netz da auch SDN OpenFlow zu enablen. Und dann muss man sehen, wie sich das halten wird. Hier ein paar Namen, wer alles dran beteiligt war. Ich will nur kurz erwähnen, das war mit Support von der EU, Share 3, Projekt SH3T3. Und damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen? Ich habe eine Frage zu den Targeted LDP-Sessions. Mhm. Wie skaliert das? Also bei 450 PEs, mal angenommen, die Nachfrage ist groß und jeder will mit jedem, dann habe ich doch ein Fullmesh aufzubauen, oder nicht? Mit Targeted LDP-Sessions. Ja, da sind wir noch nicht. Also das kann sein, wir kommen irgendwann mal dahin, dann müssen wir uns Gedanken dazu machen, aber momentan sind wir noch nicht in der Situation. Skalierbarkeit, klar, mit den Targeted LDP-Sessions muss man im Auge behalten. Mit den 16 Sites, die im Moment da drin sind, ist es natürlich machbar. Ja, nee, also es gibt ja noch mehr Projekte, das war jetzt ein Beispiel, Projekt, ja. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass da
so ein riesen Rand drauf ist, aber man wird sehen. Noch Fragen an Thomas? Okay. Gut, dann vielen Dank, Thomas.